In der hessischen Gemeinde Schwalmtal sollte ein Radweg über eine Strecke von ca. 1,6 Kilometern ausgebaut werden. Enorm hohe Kosten waren die Folge völlig überzogener baulicher Standards, die vorsahen, den Untergrund teilweise 2 Meter tief auszubaggern und mit neuem Material zu verfüllen. Jürgen Stehr, in dessen ortsansässiger Firma Maschinen gebaut werden, mit denen Straßen, Bahnlinien oder Flugplätze weltweit entstehen, konnte dies nicht nachvollziehen. Warum soll das, was weltweit gut ist, nicht in Schwalmtal gut sein? So Jürgen Stehr. Die Gemeindegremien mit Bürgermeister Timo Georg an der Spitze waren derselben Meinung. Der Radweg wurde mit den innovativen, teilweise weltweit patentierten Maschinen der Firma Stehr gebaut. Dadurch wurden mehr als 340.000 Euro Steuergelder eingespart. Leider wird dieses Engagement nicht durch Zuschüsse honoriert, denn für diese logische und wirtschaftliche Bauweise gibt es keine Fördermittel. Bedauerlicherweise können Steuerverschwender in Deutschland im Gegensatz zu Steuerhinterziehern nicht belangt werden, meint der pfiffige Erfinder aus Schwalmtal.